Sesamstraße präsentiert Ernie und Bert und Helene Fischer. Jetzt ganz vorsichtig, Ernie. Schon gut, Bert. Oh, das war wirklich ein wunderschöner Baum, ihr beiden. Ja. Oh ja, das finde ich auch. Ich fühle mich schon so richtig weihnachtlich. Ja, stimmt. Es fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Schnee zum Fest. Ihr könnt den Baum hier rüber rücken. Geht klar. Und noch mit diesen Kugeln schmücken. Er soll noch schöner als im Vorjahr sein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Oh. Auch die Plätzchen sind schon gebacken. Das ist ja schief gegangen. Oh nein. Da zum Knacken. Nur eines müsste doch jetzt noch sein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Steck doch mal den Stecker rein. Oh ja, endlich ist es soweit. Schaut mal, man kann die Schneeflocken tanzen sehen. Tausende Wunder geschehen. So. Hallo, es ist ja dunkel in eurem Zimmer. Nur diese Kerze, die leuchtet noch immer. Ja, in den Herzen kehrt Frieden ein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Alles wieder. Im Lichterschein, man kann die Schneeflocken tanzen sehen. Ach, ein paar mehr könnten es schon sein. Oh, lass doch ein Wunder geschehen. Wunder, kein Problem. Hey, so viel Schnee für uns alleine. Das ist wirklich eine große Freude. Freude? In den Herzen kehrt Frieden ein. Lass es schneien. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Ja. Elmo? Ja? Machst du vielleicht die Tür wieder zu? Wow. Ich glaube, wenn es ist. Hallo, ich bin Helene. Und ich bin Elmo. Und wir erklären euch das Wort des Tages. Ja, genau. Und das Wort des Tages heißt heute Füller. Füller? In einem Füller ist Tinte drin und man kann damit schreiben. Ja, das ist toll. Nein, zum stopp, Beispiel, Elmo. Das Wort des Tages heute heißt Fehler, nicht Füller. Ach so. Aber ist nicht so schlimm. Fang einfach noch mal von vorne an. Ja, gerne. Also, meins ist rot und das von Krümelmonster ist blau. Das von Pferd ist braun mit weißen Flecken. Was redest du denn da? Na, ich erkläre das Wort des Tages. Felle. Also, mein Fell ist rot. Das von Krümelmonster... Nicht Felle, Fehler. Wenn man etwas verkehrt macht, dann macht man einen Fehler. Also hat man was falsch gemacht. Ja. Aber Helene, dann habe ich es ja genau richtig gemacht. Was hast du richtig gemacht? Na, ich habe das Wort des Tages erklärt. Ja, aber da war doch alles falsch. Ja, genau. Ich habe einen Fehler gemacht. Ach so, richtig. Indem du einen Fehler gemacht hast, hast du eigentlich das Wort des Tages erklärt. Genau. Ja. Oh, Helene, weißt du was? Dabei habe ich herausgefunden, dass Fehler machen überhaupt nichts Schlimmes ist. Nein, das stimmt. Denn wenn man Fehler macht, dann lernt man dazu und beim nächsten Mal kann man es wieder richtig machen. Genau. Ja. Fehler. Fehler. Ja. Danke, Helene. Ich hab dich lieb. Oh, ich hab dich auch lieb, Elma. Elmo. Ach so. Entschuldigung, ja, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Macht nichts, wer ist schon fehlerfrei? Das habe ich irgendwo schon mal gehört.